Lieben, heute sind wir mal in meiner Küche. Ja, ich möchte gerne mit euch eine Zahnpasta selbst herstellen und zeigen, wie das geht. Ich habe hier den Thermomix dafür, mit dem ist alles ganz einfach. Es ist einfach so, ich habe schon alles Mögliche ausprobiert an alternativen Zahncremes und so richtig hat mir echt überhaupt nichts gefallen. Es gibt ja hier diese Tabletten, wo man so eine einzelne Tablette nimmt und die dann eben zerkaut und mit Wasser dann die Zähne putzt. Ist schön, ist wirklich schön, aber so letztendlich, ja, ich weiß auch nicht, es war nicht so richtig. Und, ja, und dann gibt es auch noch ein anderes Produkt, Coconut Oil Toothpaste, also aus England, in so einem Glas. Hier so sieht es dann aus. Hat mich auch nicht überzeugt. Hat mich echt auch nicht überzeugt. Und ja, so kommt man dann eben auf die Idee, selbst mal was zu machen, weil hat ja keinen Sinn. Ne? Was ich euch ans Herz legen möchte, ist diese Bambuszahnbürste. Ich benutze die ja schon echt über Jahre. Ich mache sie gerade mal auf, damit ihr seht, wie das aussieht. Ist hier noch original verpackt in so einem schönen Papier. Das wäre also die Zahnbürste, welche kein Plastik erzeugt und welche einfach ich euch empfehlen würde. Ja, und dann fangen wir gleich mal an. Ich habe mir das Rezept hier in mein Büchlein geschrieben. Ihr findet es dann natürlich auch unten im unter dem Video und ich lese euch mal vor. 35 Gramm Glycerin, 20 Gramm Xylit, 40 Gramm Schlemmkreide, eingehäufter Teelöffel Kieselsäurepulver, einen halb bis dreiviertel Teelöffel Xanthan, 2 Tropfen ätherisches Minzöl und dann wird es nur noch gemixt und schon ist es fertig. Also ihr werdet staunen. Also der Thermomix, der ist jetzt hier auf Zutaten einwiegen gestellt, auf Tara praktisch auf Null. Und die Zutaten habe ich natürlich alle schon vorbereitet. So, wir fangen an mit 35 Gramm Glycerin. Ich lasse das gerade mal hier rein. So, das war das Glycerin. Jetzt brauchen wir 20 Gramm Xylit. Moment, da muss ich wieder auf Null stellen. So, 20 Gramm. Stelle ich wieder auf Null. Die stäubt unheimlich. So, das mache ich jetzt da rein. Dann kommt das Xanthan. Dieses hier. Da brauchen wir einen halben bis ein Dreiviertel Teelöffel. Dann kommt das Minzöl. Das riecht schon richtig nach Zahnpasta, nach ganz toller Zahnpasta. Ich nehme mal 3 Tropfen. Psst. 3,5 sind es geworden. Das Rezept sagt aber 2. Ihr macht es dann, wie ihr wollt. Jetzt machen wir zu. Und jetzt kommt 1 Minute rühren. Auf Stufe 1. Was macht denn jetzt unser Deine? 1 Minute. Ich schau auf die Uhr. Ja. So, die Minute ist um. Jetzt
mache ich mal auf und schiebe das so ein bisschen an den so wieder zu und jetzt noch mal eine Minute auf Stufe 2. Ja, und jetzt mixt er fleißig für uns. Und gleich ist die Zahnpasta fertig. So, die Minute ist um. Ja, und das war's. So sieht sie aus, die Zahnpasta. Ja, jetzt füllten wir sie nur noch ab. Wer jetzt von euch Näheres über diesen wunderbaren Thermomix oder Zaubertopf wissen möchte, der schreibt mir einfach und da bekommst du dann weitere Informationen. Ich habe mir hier so einen Spender genommen zum Abfüllen. Man kann, was ich eigentlich für besser finde, auch so ein Glas nehmen, wie die das hier gemacht haben, das da reinfüllen und dann eben immer raus mit einem kleinen Löffel und auf die Zahnbürste drauf. Probiert's mal aus. Schreibt mir eure Erfahrungen und ich würde mich freuen, wenn es euch gefällt, wenn ihr ab sofort eure Zahnpasta selbst macht. Wo ihr die Zutaten herbekommt, steht unten unter dem Video, da könnt ihr das nachschauen und bestellen. Und ja, dann sage ich ganz viel Spaß und Freude und gesunde Zähne. Ja, das ist nämlich das Wichtigste, ohne Fluor und ohne Chemie und ohne Plastikmüll zu erzeugen, das ist das Allerwichtigste. Also, bis dann, tschüss!